Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Ich habe die große Freude, euch The Lamplighters League vorzustellen. Ein Spiel, das noch in diesem Jahr erscheinen wird, vermutlich sogar im Sommer. Es gibt allerdings noch keinen konkreten Release-Termin. Das Ganze wurde gemacht von den Harebrained Scheme Studios. Das sind diejenigen, die zuletzt Battletech gemacht haben. Publisher ist Paradox. Dieses Video ist ein gesponsertes Video, deshalb auch der große Hinweis Werbung im Titel des Videos. Das mache ich grundsätzlich eher selten bis gar nicht, nur in Ausnahmefällen. Und wenn ich es mache, so wie hier, dann spende ich die Einnahmen für einen guten Zweck. Hintergrund ist, ich möchte unabhängig bleiben von solchen Sponsoring-Geschichten. Und es gibt zahlreiche Unterstützung eurerseits über Patreon und Steady, Crowdfunding, Stichwort Steinbeins Lager, was mir das auch ermöglicht. Vielen Dank dafür. Dieses Mal gehen die Einnahmen an die Albert Schweitzer Kinderdörfer und Familienwerke. Das ist eine Organisation, die sich um Kinder und Jugendliche kümmert, die nicht in ihren eigenen Familien aufwachsen können. Nun aber zum... Link in der Videobeschreibung, könnt ihr euch selber über die Albert Schweitzer Kinderdörfer informieren. Nun aber zum Spiel selbst. Bevor wir gleich reinschauen, ich darf euch die gesamte Tutorial-Mission zeigen, die ziemlich umfangreich ist. Und da bekommt man schon ziemlich viel und Gutes mit vom Spiel. Nur kurz oder vielleicht ein Hinweis, was das für ein Spiel werden wird, damit ihr es gleich mal so einschätzen könnt. Es ist, und jetzt wage ich mich auf glattes Eis oder auf dünnes Eis, so heißt es. Es ist eine Mischung aus... Ich würde sagen, so XCOM, dann Shadow Tactics Desperados und ein Schuss von Jagged Alliance mit drin. Das heißt, wir haben klassische Rundentaktik gepaart mit so Echtzeit-Stealth-Elementen plus einer sehr starken Bedeutung von Einzelcharakteren für das gesamte Gameplay, aber auch die Geschichte. So viel der Vorrede. Ach ja, Setting ist so ein alternatives, historisches Setting in den 20er, 30ern. Ich glaube, 1932 spielt das mit fantastischen Elementen. Und das Ganze ist so gehalten im Stile der Pulp-Literatur der 20er Jahre und der Noir-Detektivgeschichten. Wir starten einfach mal ein neues Spiel. Das führt uns ein bisschen in die Handlung ein. Courier is late. Hey! Hey. You're welcome. Well done. What's your name again? The Gentleman Jin. At your service. And we're married to that name, are we? What's wrong with my name? How about I find our missing courier? You stay here and guard my back. So you can get the baggage yourself and cut me out of the job. Ha, nice try. Whatever you say, Gentleman Jin. Was that so hard? But that's my professional name. You can just call me Latif. Okay, und da sind wir ganz am Beginn. Wir sollen offenbar diesen Kurier treffen, wobei wir haben schon in dem kleinen Filmchen gesehen, dass das schwierig werden wird. Und wir haben zwei Agenten, mit denen wir das machen können. Ja, und dann lasst uns einfach mal vorangehen. Alles Wichtige wird dann durchs Tutorial erklärt. Bewegung klassisch WASD und umschalten zum Sprinten. Wir sehen, oder ihr seht, dass wir jetzt in so einer Art Echtzeitmodus erst einmal sind, uns durch die Welt bewegen. Das geht mit Tastatur und Maus. Ich glaube, mit Controller ist das Spiel auch steuerbar. Okay, wir können mal ein bisschen laufen. How long have you been working for Elle? As long as you have, I think. So about 3 hours. Got it. Ja, okay. Offenbar sind wir angeheuert worden von einem mysteriösen
Auftraggeber namens L, den wir noch nicht kennen. Hier werden wir gerade informiert, dass Sprinten Lärm verursacht. Ihr habt diesen Kreis gerade vielleicht gesehen. Der zeigt, wie das so genre-typisch ist, so, ich sag mal, Desperados, Shadow Tactics mäßig, wie die Lärmreichweite ist. Das wird eine Rolle spielen. Lärmquellen können natürlich Abfeuern von Waffen, Zerstörung von Objekten sein. Und Gegner, die Lärm hören, werden misstrauisch, untersuchen die Sache näher. Okay. Man sieht hier immer so ein bisschen die Richtung, in der man sich bewegen soll, in der das Questziel liegt. Am Anfang ist das natürlich alles sehr gesteuert. Aber wir gucken mal, da hier möglicherweise Feinde sind, werden wir mal nicht laufen. Ah, ich sehe gerade, hier ist noch irgendein interaktives Objekt. Okay, die Umgebung. Ein Horn in der Nacht von den Apartments dringt die Melodie eines Waldhorns herüber und setzt sich leise, aber bestimmt gegen das Stadtgemurmel durch. Na gut, das interessiert uns nicht weiter. Ja, hier ist eine Tür. Wir kriegen erstmal eine Information. Echtzeitbewegung. Du spielst im Infiltrationsmodus. Hier bewegen sich Agenten in Echtzeit über die Karte. Agenten haben verschiedene Echtzeitrollen. Spion, Raubein oder Saboteur. Das ist schon mal ein erstes sehr cooles Prinzip. Also das Spiel ist nicht einfach nur rundenbasiert oder Echtzeit, sondern es kombiniert beides. Ja, es beginnt immer mit der Infiltration, die ist Echtzeit. Und die ist nicht einfach nur so lange, bis man die Gegner trifft und dann schaltet das in den Rundenmodus ein, sondern in dieser Infiltrationsphase kann man schon ziemlich viel machen. Und die einzelnen Helden haben tatsächlich schon in dieser Phase unterschiedliche Möglichkeiten, die auch abweichen von ihren Möglichkeiten im Rundenspiel. Das ist ganz cool. So, klettern. Die Tür ist von der anderen Seite verriegelt, aber als Spion kann Latef über die nahen Netze klettern und dann für Ingrid die Tür öffnen. Das sind nämlich die beiden, Ingrid und Latef. Sitzzeit! So, deswegen werden wir die jetzt mal trennen und er klettert hier hoch. The door is barred. I guess you're lucky I'm here then. Und da klettert er dann wieder runter. Denn es geht ja darum, die Tür von der anderen Seite zu öffnen. Das machen wir jetzt mal. Oh, you waited for me. Didn't have much of a choice. Let's go. Okay, und immer wenn, also man kann die Agenten getrennt bewegen oder einzeln. Dadurch, dass sie jetzt dadurch, dass er hier hochgeklettert ist, ist die Gruppe automatisch getrennt worden. Man kann sie dann jederzeit mit Druck auf Taste D wiederherstellen. Genau, hier wird es uns auch erklärt. Dann marschieren sie wieder gemeinsam. Gibt noch ein paar andere Möglichkeiten. Mit Tab schaltet man einfach durch. Wir lassen mal Ingrid vorweg gehen. So, hier gibt es ein anderes Problem. Mauer brechen. Ingrid ist ein Raubein und kann marode Barrieren durchbrechen, um eigene Wege zu schaffen. Nutze Ingrids Echtzeitfähigkeit, um diese instabile Wand zu durchbrechen. Wie gesagt, das ist tatsächlich eine Fähigkeit, die jetzt nur in diesem Infiltrationsmodus möglich ist. Das wird natürlich auch wieder Lärm verursachen, aber im Moment sind hier, glaube ich, keine Gegner in der Nähe. Insofern können wir mit gutem Gewissen durchbrechen. Okay, gut, da müssen wir irgendwie hin. Aha, das ist der Ort des Geschehens, den wir da im Vorspann gesehen haben. Ich sehe da aber noch was aufblinken. Es gibt tatsächlich im Infiltrationsmodus auch interaktive Objekte, Dinge, die man finden kann. Look, there's the courier. He's sleeping. Ah ja, okay, der Kurier ist jetzt entdeckt worden von unseren beiden. Wir gehen da gleich hin. Wir gucken uns kurz aber hier an, was hier los ist. Hier kriegen wir Informationen. The mysterious L. Oh, okay, L hat geschrieben. Monsieur T., meine Vertreter werden Sie wie vereinbart treffen und ich erwarte, dass Sie die Ware haben werden. Warum sonst würden Sie unserem gemeinsamen Freund von der Entdeckung der Karten schreiben? Gewiss wussten Sie, dass er mir schreiben würde. Verkaufen Sie mir also das Deck. Und damit ist die Sache erledigt. Stellen Sie sich nicht zwischen mich und meine Rache. L. Okay, also das ist der Brief, den L an den Kurier geschrieben hat, den der Kurier verloren hat. Den haben wir jetzt gefunden. Ja, hier gibt's noch was. Die morgige Ausgabe des Petit Parisien liegt bereits aus. 4. März 1932. Wir erfahren also jetzt, in welchem Jahr wir uns befinden. Bevor wir da hingehen, gucke ich mich hier ganz kurz nochmal um, aber da ist, glaube ich, nichts Interessantes. Ja, dann untersuchen wir mal hier diese Leiche. Nope, he's dead. And no sign of the package.
So much for an easy job. The poor guy's still warm. The package can't be far. Okay. Also, wir müssen das Paket finden. Das ist wichtig für unseren Auftraggeber. Versuchen wir unser Glück. So, hoch geht's. Gucken wir mal hier in die Ecken, aber hier scheint nichts zu sein. Nächste Leiter. Another of those masked soldiers from the roof. Who are they? No idea. But 10 francs says one of them has our package. Gut. Also, jetzt sehen wir erstmals einen Gegner. Wir sind aber immer noch, und das ist das Entscheidende jetzt, immer noch im Echtzeitmodus. Jetzt können wir unsere Optionen abwägen. Voraus ist ein Wachposten in einer gut zu verteidigenden Position. Treten die Agenten in sein Blickfeld, wird er misstrauisch. Ein Frontalangriff ist möglich, aber nicht zwingend. Schurken wie Ingrid und Latef können mit solchen Bedrohungen auch umgehen, ohne laut zu werden. Spione kämpfen unfair. Als Spion hat Latef verschiedene Vorteile bei der Infiltration. Ist er nicht im Gruppenmodus unterwegs, kann er sich leise von hinten an Gegner anschleichen, ohne entdeckt zu werden. Wechsle zu Latef im Einzelmodus, um das Blickfeld des Vollstreckers enger werden zu lassen. Dann bewege Latef hinter ihn. Okay, also ihr seht jetzt sehr schön, das ist sein Blickfeld. Würden wir uns jetzt hier, wir müssen ein bisschen aufpassen, in den hinein bewegen, dann gäbe es Ärger. Latef hat eine besondere... Oh, schaut mal, jetzt habe ich schon einen Fehler gemacht. Okay, das ist jetzt so richtig blöd gelaufen. Okay, das ging gerade nochmal gut. Der hatte Gott sei Dank jetzt in die... Als er hier... Also er hat uns gesehen, hat sofort reagiert, ist rübergesprungen, hat aber dann in die falsche Richtung geguckt, sodass ich seine Spezialfähigkeit jetzt eben noch einsetzen konnte. Ihr habt sie also gesehen. Also seine Fähigkeit ist, dass sich dieser Kreis eigentlich zu einem Halbkreis dann entwickelt, sodass er an Gegner rangehen kann von hinten und sie erledigen kann mit dieser Fähigkeit hier. Der Punkt ist aber, diese Infiltrationsfähigkeiten, die sind begrenzt. Ihr könnt also nicht die gesamte Kampfkarte im Vorfeld damit abräumen, das geht oft sowieso nicht. Ihr habt halt nur eine begrenzte Anzahl von solchen Möglichkeiten, Gegnern vorher auszuschalten. Aber es geht. Das heißt, die Infiltrationsphase dient dazu, erstens das Schlachtfeld zu erkunden, zu gucken, wo sind die Gegner, dann anzuschauen, gibt es irgendwie günstige Punkte, um den Gegner zu überraschen, um die Umgebung zu nutzen und schon erste alleinstehende Gegner zu erledigen und dann einen Hinterhalt zu legen, um den ersten Angriff, der dann auf jeden Fall kommen wird, schön wuchtig zu machen. Right, das ist so. Das ist die Idee dieses Infiltrationsmodus. So, wir gehen aber mal weiter. Jetzt wird uns nochmal das Thema Hinterhalte erläutert. Das haben wir jetzt schon gesehen. Das war seine Fähigkeit oder die Fähigkeit dieser Klasse. So, da hinten sehen wir zwei, die sich gegenseitig decken. Deswegen wird das hier mit seiner Fähigkeit nicht funktionieren, weil der eine in unsere Richtung schaut. Deswegen kommt jetzt ihre Fähigkeit ins Spiel. Wucht. Zwei Wachen sind zu viel für einen Spion, aber Raubeine, und sie ist ein Raubein, wie Ingrid, können mit Wucht bis zu drei Ziele gleichzeitig ausschalten. Wucht und das verursacht mehr Lärm als andere Hinterhaltsoptionen, aber Tote sind notorisch unaufmerksam. Also, wenn in der Umgebung nicht noch andere stehen, die das hören, ist es kein Problem. Wechsel zu Ingrid und drücke Leerzeichen und so weiter. Das kriegen wir hin. Begrenzung von Hinterhalten. Das ist das, was ich euch erzählt habe. Man kann das nicht unendlich machen. Okay, dann würde ich mal sagen, schicken wir ihn mal dorthin. Das ist übrigens seine als Spion Spezialfähigkeit. Das heißt, wenn er in der Nähe von Dingen sich befindet, hinter denen er sich verstecken kann, dann ist er besonders gut getarnt, fast unsichtbar. So, wir gucken mal. Das ist ihre Fähigkeit, aber wir sehen, die funktioniert nicht auf dieser Entfernung. Wir müssen näher ran. Wir sehen aber jetzt den Kreis der hinteren Wache. Das heißt, wir wissen, dass wir gemütlich rangehen können. Oh, oh, oh. Oder auch nicht. Oh, nicht schon wieder das Ganze. Okay, das bewegt sich auch manchmal, wie ihr seht. So, dann führen wir das jetzt aus, bevor es irgendwie Probleme gibt. Okay, gut. Damit haben wir die beiden erledigt. Wir sehen aber, hier hinten steht gleich der nächste. Und da läuft auch schon jemand rum. Das heißt, ganz so einfach wird es nicht gehen. Überwinde oder eliminiere die Wachen. Das ist jetzt hier unsere Aufgabe. Mal schauen, wie wir das jetzt klären. Wir laufen erstmal mit ihm da ran. Also ich meinte, der ist ganz stupide dabei.
Der guckt einfach nur runter, der bewegt sich nicht, der andere bewegt Another sich. Another flunky. Perhaps we can slip past them. Könnten wir machen. Also, das ist jetzt der Vorteil. Du weißt jetzt, wo du hin willst. Und jetzt, also, was heißt Vorteil? Jetzt musst du überlegen, setze ich jetzt meine wertvolle Fähigkeit in dieser Infiltrationsphase ein, um die Wachen zu töten, oder versuchen wir lieber einfach vorbeizuschleichen? Könnte man machen. Könnte man machen. Ist ein heikles Zeitfenster, aber möglich. Wir könnten aber auch auf Nummer sicher gehen und mit ihm ihn töten. Also wenn, ja, Verdacht wird uns hier kurz erklärt, das haben wir ja schon mal gesehen. Mit Hilfe von Deckung können wir außer Sicht bleiben. Spione haben ein Ass im Ärmel, stehen sie neben Deckung, gelten sie als verhüllt. Gegner können sie dann nur aus kürzester Distanz sehen, selbst wenn sie in der direkten Sichtlinie sind. Genau, das ist ihre Spezialfähigkeit so. Das ist also jetzt verhüllt. Tja, und jetzt ist die Frage, okay, der bleibt da hinten stehen. Ich würde sagen, wir erledigen ihn. Der bleibt am Leben, aber den, wenn wir aus dem Weg räumen, dann können wir entspannt da durchlaufen. Wir müssen natürlich das Timing jetzt hinbekommen. Das heißt, wenn er sich umdreht, würde ich sagen, und in die Richtung läuft, dann folgen wir. Und zwar jetzt. Laufen werden wir aber nicht tun, sonst hört er uns. Wir haben gesehen, er blieb da hinten noch ein bisschen stehen. Wir haben also alle Zeit der Welt und können jetzt unsere Heimtücke... Nein! Oh, verdammt. Jesus! Da ist noch ein anderer. Okay, das ist ja jetzt... Oh Gott, das ist der Vorführeffekt. Okay, aber sehr schön. Den habe ich überhaupt nicht gesehen. Das kommt, weil ich eine Funktion nicht richtig eingesetzt habe. Es gibt nämlich einen Aufklärungsmodus. Da kann man quasi das anhalten, die Moment, den Spielmoment, und sich die Karte in Ruhe anschauen. Vielleicht hätte ich da irgendwas sehen oder hören können. Wobei, wenn er im Fog of War war, dann war da keine Chance. Das war jetzt von mir super unaufmerksam. So, der Gegner hat uns überrascht, deswegen haben wir jetzt nicht den Vorteil des ersten Angriffes, sondern müssen uns in Deckung bringen. Und das Problem ist, dass der da hinten jetzt natürlich mitkämpfen wird. Und sie halt super weit weg ist. Also das war jetzt richtig doof gemacht von mir. Vorführeffekt. Okay. Jetzt kennen wir das Deckungssystem aus Kommandos. Das ist halbe Deckung. Das ist insofern eine gute Position, weil selbst von der Seite stehen wir dann für ihn noch auch in Deckung. Also sollten wir uns erstmal dort hinbewegen. Vielleicht mal zu seinen Fähigkeiten oder zum Grundsatzsystem. Es ist so, dass jeder Charakter zwei Aktionspunkte hat. Die kann er verwenden für beliebige Sachen. Also entweder bewegen, zweimal bewegen, also zwei Reichweiten weit bewegen, oder halt seine Aktionen machen. Es gibt auch, ja, sagen wir mal, es gibt so Standardaktionen. Das ist für ihn, und die ist bei jedem Charakter anders, in der Regel. Für ihn ist das ein einfacher Pistolenschuss. 20% Crit-Chance gegen flankierte und unaufmerksame Gegner. Ziel genau auf kurze Reichweite und kostet 1 Million Munition. Es gibt nämlich auch Nachladen. Und 40 bis 60 Schaden macht das Ganze. Reichweite spielt eine große Rolle. Außerdem hat er die Möglichkeit, Feuerschutz zu geben. Das kennen wir, das klassische System. Wenn ein Gegner reinläuft, feuert er dann. Und er kann nachladen, die Munition nachladen. Und er hat noch eine besondere Spezialfähigkeit, seine sogenannte ikonische Fähigkeit. Er erzeugt eine Rauch... Also er stellt eine Attrappe auf. Aber das wollen wir jetzt mal noch nicht verwenden. Rauchwolke, und dann schießen die Gegner auf die Attrappe. Das ist ganz lustig. Wir versuchen mal mit einem Pistolenschuss zu treffen. So, wir können Ziele durchschalten, das ist klar. Wir sehen jetzt seine Trefferwahrscheinlichkeit. Weil der Gegner in halber Deckung ist, ist die reduziert. Dadurch, dass wir jetzt den ersten Schuss haben, haben wir trotzdem noch einen Bonus, weil sie ein bisschen überrascht waren, immerhin. 65%. Ist nicht so doll, aber ich denke, wir versuchen es und verfehlen. Ja, toll. Okay. Nicht so gut. Dann ist sie dran. Ich bin mir nicht sicher, ob der jetzt das Ganze gehört hat, aber ich gehe mal davon aus. Dann würde ich sagen, bewegen wir sie erstmal hier rein. Sie ist eine Nahkämpferin. Sie hat einen Schlagangriff, der immer trifft. Und mit einem kritischen Treffer macht er auch noch Benommenheit. Das heißt, die Einheit hat eine Runde lang einen Aktionspunkt weniger. Und dann gibt es noch eine ikonische Fähigkeit eines Rundumschlags inklusive Niederschlag.
So, jetzt ist die Gegnerphase. Okay, Gott sei Dank hat er uns nicht getroffen. Und zum Glück können die hinten nicht so gut hören. Das heißt, zum Glück ist der nicht mit involviert. Das ist gut. Das heißt, wir bewegen sie erstmal hier weiter. Sie wird dann irgendwann ihn mit einem gezielten Faustschlag erledigen. Und er versucht einfach aus seiner Position heraus. Ja, es ist halt nur 50%, aber ich will jetzt nicht aus der Deckung gehen. Das war ein sehr guter Treffer mit 60 Punkten. Gleich nochmal. Okay, wir haben ein bisschen Glück im Unglück gehabt. Er hat das gut gemacht, so dass wir hier weitergehen können. Der andere, wie gesagt, der hat es nicht gehört, weil es zu weit entfernt war. Keep up. Wir können die Gruppe wieder bilden. Ich muss doch hier ein bisschen... Ich muss besser werden, Leute, das geht so nicht. Schon zwei eklatante Fehler. Was ist da eigentlich? Kann ich da irgendwie... Umgebung? Unten liegt die Eingangshalle einer Bank. Ihre Marmorsäulen stehen aufgereiht wie Schachfiguren in einem ungleichen Spiel. Na gut, gehen wir weiter. Da hoch. Seems like half of Paris wants this package. Yeah. The gas mask wearing half. Okay, da haben wir den nächsten. Wir sind immer noch eigentlich in der ersten Infiltrationsphase, ne? Ja, es scheint mir so, als wäre das... Mal gucken, ob wieder ein anderer Gegner ist, den ich übersehen habe. Überfall. Früher oder später muss gekämpft werden. Besser es geschieht zu den Bedingungen der Agenten. Wenn Sie den Kampf einleiten, erhalten die Agenten in der ersten Kampfrunde einen Bonus von plus 15% auf ihre Trefferchancen. Das haben wir gesehen. Beginne mit Steuerung den rundenbasierten Modus und greife die Wache mit den Fähigkeiten der Agenten an. So, genau. Das ist jetzt die Besonderheit. Also irgendwann wird es in diesen klassischen rundenbasierten Modus gehen. Und den kann man selber initiieren, indem man einfach Steuerung drückt. Dann ist man im Rundenmodus. Und das wird jetzt nochmal erklärt, aber das Prinzip habe ich euch auch schon erklärt. Bewegung und so weiter, das ist sehr intuitiv und bekannt. Man kann aber auch jederzeit, wenn der Kampf noch nicht ausgelöst ist, kann man auch wieder rausgehen aus dem Rundenmodus und dann erstmal noch weiter es mit der Infiltration versuchen. Ja, und ich würde sagen, wir gehen mal hier beide in Deckung. Ah nein, das war nicht die Deckung, das... Oh Gott, was ist mit mir los? Das war rüberspringen. Ich wollte eigentlich dahinter mich hinstellen. Ich glaube, er ist der bessere Mann dafür. Genau, dann knien die sich nämlich immer automatisch hin. Aber ich höre Schritte. Habt ihr die eben auch gehört? Ah, komisch, ne? Ist die Frage. Ich habe so ein bisschen Schiss, wenn ich jetzt da vorlaufe, dass jemand da hochgeklettert kommt. Aber ich mach's jetzt. Ich will den noch erledigen. Wir können das nämlich noch einmal. Something's bothering me. The courier's body was a pincushion, but none of these goons have knives. And the sooner we find this package, the better. Okay, gut. Also hier kommt offensichtlich keiner hoch. So, das heißt, wir müssen da runterklettern. Und jetzt können wir von hier oben schon mal ein bisschen gucken, was da los ist. Ja, so richtig ist die Sichtlinie, richtig gut ist die Sichtlinie nicht. Jetzt kann ich ja mal in diesen Aufklärungsmodus gehen. Und wir sehen, da ist einer und da ist einer. Wir erfahren hier auch in diesem Aufklärungsmodus ein bisschen mehr über die Gegner. Wir haben einen Vollstrecker, der hat eine Feuersalve als Fähigkeit, keine aktiven Effekte und 80 Trefferpunkte. So, gut. Ich würde sagen, wir werden uns hier hinterschleichen und dann mal überlegen, wie wir es am cleversten angehen. Das ist der Plan. Mal gucken, ob er funktioniert. Gruppieren wir uns mal und dann runter. So, jetzt schön dahinter kommen. Beide, du auch dahinter. So, und jetzt muss ich kurz mal überlegen. Stopp, 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 stopp. Also, das kann man einfach... Oh. So, genau. Jetzt bin ich im Rundenmodus. Das heißt, jetzt bewegt sich der Gegner auch nicht. Und jetzt ist die Frage, was ist jetzt die beste Gefechtseröffnung? Wir können natürlich ihre Fähigkeit theoretisch auch wieder einsetzen. Quatsch, ihre Infiltrationsfähigkeit. Oder wir schießen einfach auf ihn. Ganz banal. Wobei sie relativ weit weg ist als Nahkämpferin.
Er wird sich vermutlich hier in Deckung bringen. Die haben dann immer noch eine, also nach dem ersten Schuss haben die so nur eine Reaktionsphase. Den ersten Schuss könnten wir absetzen. Ja, das Blöde ist, das Blöde ist, wir können mit ihr nicht so, obwohl, warte mal, wenn er da steht, wir können ja ihre Fähigkeit noch einsetzen. Das müsste eigentlich auch gehen. Wir gucken mal, schau mal, wenn er da stehen bleibt, sie hat ja noch einmal dieses Reinrempeln. Wobei ich nicht weiß, ob diese Kampfsituation jetzt noch weitergeht, dass wir das vielleicht noch brauchen. Na, wir gucken mal. Ich lasse ihn mal hier stehen. Das war ja außerhalb seines Sichtbereiches. Wir sehen, wir hören hier Schritte. Wir wissen, dass er da ist. Und jetzt bereite ich das mal vor. Ah, da wird verlangsamt. Ah, das ist ja auch cool. Ah, wir warten mal, bis er stehen bleibt. So. Und jetzt müsste ich ihn eigentlich da umrempeln können. Ja, jetzt wird uns nochmal das Deckungssystem erklärt. Lights out. Ja, sehr cool. Okay, wir wissen, dass da noch einer steht. Jetzt haben wir aber keine Möglichkeit mehr, das verdeckt zu machen. Das heißt, es wird auf jeden Fall jetzt den rundenbasierten Kampf geben müssen. Aufgabe ist, schaltet die zwei Wachen auf dem unteren Dach aus. Ja, das machen wir. Ich würde sagen, das machen wir quasi gemeinsam. Das mit dem Rüberspringen, da muss ich mal ein bisschen aufpassen. Ich würde sie gerne so nah ranbringen, dass sie in einer Runde ranlaufen kann und einen Schlag setzen kann. Ich glaube, wenn sie da steht, sieht man ja, ist sie gedeckt. Gut. Und er hat ja sowieso so eine Superdeckung. Genau, schaut mal. Er kann einfach hier ran. Und er wird jetzt den Kampf auslösen. Und den ersten Schuss abgeben. 100% Trefferwahrscheinlichkeit. Did you didn't see that one coming? So, Gegner alarmiert. Der bringt sich jetzt da in Deckung. Aber wir haben sie gut positioniert. Diesmal läuft das gut. Sie wird ihren Nahkampfschlag ausführen. 100% Treffer. So, sie hat eine passive Spezialfähigkeit, Killer Instinct. Sie kriegt einen Aktionspunkt wieder. Aber egal, wir haben es jetzt erstmal geschafft. Don't wander. Wir bringen die jetzt wieder zusammen und marschieren runter. L, I mean. He has neat handwriting and he pays well. You've never met him either, huh? Okay, sie kennt L also auch nicht. So, es sieht aber so aus, als ob der Kampf ja tatsächlich noch nicht vorbei ist, als ob es hier weitergeht. Sehen wir irgendjemand hier? Ja, da sehen wir zwei Wachen. Ja, da wäre natürlich jetzt ihre Fähigkeit auch sehr cool gewesen. Das heißt, das müssen wir anders lösen. Ja, okay. I bet our package is inside one of those crates. Yeah, they're loading the trucks to go. Then we need to move fast if we want our payday. Okay, vier Gegner haben wir gesehen. Wir positionieren die Leute erstmal hier. Wo läufst du hin? Hier will ich hin. Und wir gucken uns mal die Karte an. Halt, nee, das war rundenbasiert. R ist aufklären. Also, da scheint was Interessantes zu sein. Bisschen Information. Hier stehen die beiden rum, die sich decken. Okay, hier ist das, was wir haben wollen. Und ansonsten gibt es jetzt nichts wirklich. Nichts wirklich, mit dem man interagieren kann. Interessant ist allerdings, dass die beiden hier zusammen laufen. Und das ermöglicht uns vielleicht die Verwendung ihrer Spezialfähigkeit. Ja, das könnte ganz gut sein. Während er hier in den Feuerkampf gehen kann, bringen wir sie mal hier voran. Er ist sowieso geschützt. Ja, wir lassen die mal einmal vorbeilaufen. Ihn würde ich gerne da positionieren, damit er den Feuerkampf aufnehmen kann. So, und genau, wenn die... Nein, immer dieses... Okay, wir können sie belauschen. Okay, mitgehört. Sie glaubt, sie sind hier, weil sie es in den Eingeweiden eines armen Bastards gelesen hat. Sei bloß still. Der Letzte, der ihre Rituale angezweifelt hat, wurde Teil des nächsten Rituals. Okay, sie macht... Also irgendjemand macht hier Rituale. Eine Sie. Was ich nicht ganz weiß, wenn wir hier in Deckung sind... Ich muss bloß aufpassen, dass sie nicht rüberspringen.
wenn wir hier in Deckung sind, ob die uns dann sehen, auch wenn wir in ihrem Kreis sind. Das könnte ich jetzt mal ausprobieren. Ansonsten wäre das jetzt eine sehr gute Position, um ihre Spezialfähigkeit, diesen Rundumschlag, mal einzusetzen. Wir gucken mal. Also der dürfte auf keinen Fall gesehen werden. Okay, sie offensichtlich auch nicht. Na, hervorragend. Ja, passt auf. Dann ist jetzt der Moment gekommen, wo wir eingreifen. Und ich will jetzt ihre Trachtprügel hier nutzen. Niederschlag ist der Spezialeffekt. Diese Einheit ist zu Boden gegangen. Niedergeschlagene Einheiten können keine Aktion mehr ausführen, bis sie wieder auf den Beinen sind. Das wollen wir machen. Und ja, genau, jetzt wird uns das nochmal erklärt. Ikonische Fähigkeiten, die kann man nur einmal pro Mission verwenden. Die können kampfentscheidend sein. Und ihr seht jetzt, wie es funktioniert. Ich muss einfach das Ziel dort angeben. Ihr seht, sie macht Schaden, aber vor allem werden die dann eben niedergeschlagen und können dann eine Runde lang nichts machen, sodass wir Zeit haben, die dann vielleicht auf andere Art und Weise zu killen. Wir starten mal damit. Underestimate. I dare you. Remind me to stay on your good side. I work with what God gave me. Okay, sehr schön. Der Niederschlag hat hervorragend funktioniert. Die Gegner sind natürlich jetzt alarmiert und es wird jetzt hier zu einer Auseinandersetzung kommen. So, jetzt ist die Frage, die werden natürlich jetzt in der nächsten Runde aufwachen. Was machen wir jetzt? Haben wir Sicht auf die... Ja, 100% ist doch super. Passt auf, dann werden wir versuchen, die zu töten. Also, auf diese Art und Weise. Genau. Und sie kann ja noch drauf prügeln. Das heißt, sie haut den. Und glaube ich, mit dem nächsten Schlag. Hat sie noch ein. Ah, nee, sie hat ja. Ah, okay, sie hat nur diese. Ja, ich habe ja schon eine Aktion gemacht. Dann bin ich jetzt wieder bei ihm und die Frage ist, was macht er? Hier sind jetzt die Gegner zu weit entfernt, wobei 70% mit 25% Crit-Chance ist schon sehr, sehr gut. Ich könnte aber auch den anderen killen. Das ist mir fast lieber, ehrlich gesagt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der nicht dann doch aufsteht. Wir machen das mal. Down he goes. So, der ist also jetzt erledigt. Gegnerphase haben wir jetzt. Okay. Oh, sie hat Schaden bekommen. Und er läuft da rum. Okay, knifflig. Knifflig. So, gut. Was machen wir jetzt? Wir müssen uns jetzt auf einen konzentrieren. Und das muss aber dann auch funktionieren. Das ist das Problem. Außer wir setzen seine Spezialfähigkeit ein, die auch ziemlich cool ist. Und zwar Attrappe. Ikonische Fähigkeit. Latef erzeugt eine Rauchwolke, stellt eine Attrappe auf und wird selbst unsichtbar. Gegner greifen die Attrappe zwei Runden lang an, bis sie zerstört wird. Oder bis sie zerstört wird. Radius 4. So, Spezialeffekt Rauch hier in diesem Fall. Angriffe gegen Einheiten in der Rauchwolke haben eine Chance von minus 25% auf normale und Crit-Treffer. Unsichtbar heißt einfach, Gegner können diese Einheit gar nicht sehen und anvisieren. Das ist super stark. Das Blöde ist, das geht, glaube ich, nur von dem Punkt, wo man sich gerade befindet. Das heißt, wir müssen erstmal loslaufen und ich würde es gerne so machen, dass beide darauf Sicht haben. Also das heißt, wir laufen hier hin. Dann nutzen wir die Attrappenfähigkeit und ihr seht, der Umkreis ist relevant für beide und dann können wir uns in eine andere Position noch bewegen, in der wir dann unsichtbar sind. Das ist das Entscheidende. Und ja, das klingt nach einer guten Sache. Ich würde dann einfach mich hier hinstellen, kann ich den halt das nächste Mal gut erwischen. Okay, das ist jetzt die Attrappe. Wir sind unsichtbar, die steht da und jetzt haben wir Ingrid noch. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die wirklich auch darauf schießen, wenn zum Beispiel Ingrid neben dem stehen würde. Ingrid wird sich mal... Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie auf die Attrappe schießen, deswegen wage ich mich einfach jetzt mal hier hin. Leider kommen wir nicht in Schlagreichweite. Machen wir das mal. Sie wäre eigentlich flankiert in diesem Falle. Geht aber aus dem Ausweichen. Und jetzt müssten die Gegner eigentlich auf die Attrappe schießen, und zwar beide. Das machen die auch, die Attrappe bekommt Schaden. Also Plan geht hervorragend auf, würde ich sagen.
Gut, das heißt, den können wir jetzt erledigen. Vielleicht kann das Ingrid sogar schon selbst machen. Wir laufen hier hin. I charge extra for this. Couldn't have done it better myself. Okay, Nummer 1. Nummer 2. Na, der ist immer noch nicht erledigt. Ernsthaft? Okay, das bedeutet, dass er dann noch einen Schuss absetzen muss. 95%. Did you see that? So, damit ist der weg. So, jetzt haben wir noch den einen. Und wir müssen, denke ich, erstmal nochmal wieder ein bisschen in Deckung laufen. Ich würde sagen, ich meine, er sieht uns. Wenn wir hier laufen, sieht er uns gar nicht. Dann ist das, glaube ich, okay. So, mal gucken, woher. Ah, er schießt ja immer noch auf die Attrappe, richtig. Ja, ist ja spitzenmäßig. So, wie machen wir das am cleversten? Wir müssen jetzt natürlich in Schussreichweite kommen. Können wir von da treffen? 80% ist doch solide. Schön. 60 Schaden gemacht. Dann würde ich sagen, läuft sie einmal hier rum. Bin mir nicht sicher, wie lange der Effekt noch ist mit der Attrappe. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Ja, keine Ladung. Nee, nee, ich wollte hier rumlaufen. Vielleicht auch hier hin. Nee, gehen wir mal da hin. Wobei, das war keine gute Deckung. Okay, er läuft jetzt. Oh ja. Das habe ich. Ich habe es verwechselt zwischen der Kante dort. Ist aber nochmal gut gegangen, würde ich sagen. Jetzt hat er sich direkt vor uns platziert. Aber wir müssen nachladen, was natürlich ärgerlich ist. Haben aber, glaube ich, noch einen Schuss, den wir abgeben können. Aber nur 70% Trefferwahrscheinlichkeit. Is that the last of them? It can't be. We still haven't seen whoever carved up the courier. Hey, I have an idea. Let's leave before the butcher shows up. Okay, gut. Wir haben Glück gehabt. Das ging nochmal gut. Dann untersuchen wir mal die Gegend. Follow me. Können uns wieder gruppieren. Missionsbericht. Magister. Mission erfolgreich abgeschlossen. Lady Nicastro hat das Deck erhalten. Abreise. Das ist wahrscheinlich die Dame, von der, also die sie, von der eben die Rede war. Abreise leicht verzögert, während wir darauf warten, dass sie fertig betet. Ich habe bereits ein Reinigungsteam entsendet, das hinter ihr aufräumen wird. Angesichts der heutigen Aufregung habe ich ihnen gesagt, dass sie mindestens 3 weitere Leichen erwarten können. Naja, das ist wahrscheinlich die Mörderin, die wir da im Vorspann gesehen haben. Okay, ich gucke gerade, gibt es hier noch irgendwas Interessantes? Sieht im Moment nicht so aus. Da hinten liegt auch nichts. Dann nehmen wir das, was wir haben wollen, nämlich das Paket. I have the package. Nice lift. Now let's get out of here. So, und damit haben wir eine erste Mission abgeschlossen. Das ist dadurch erkennbar, dass wir jetzt in so einen Exit-Bereich laufen können. I have a car just ahead. We can take that to the rendezvous. I'm going to open this package. I think we deserve to know what we just risked our lives to steal. I won't tell. And Mr. L hired us to retrieve playing cards. Blank? Playing cards? A troop of uniformed mercenaries killed a man. For a deck of blank playing cards? Not what I'd call a winning hand. It will be when we trade it in to Mr. L for our paycheck. Okay, Spielkarten spielen eine Rolle in diesem Spiel. Das kann man schon mal sagen. Aber eine mysteriöse, fantastische Rolle, die ich auch selber noch nicht genau kenne. Ich habe es nur gesehen im Vorspann, dass da noch was kommen wird in dieser Hinsicht. This is the place. From here we catch an airplane that takes us to L. Can you fly an aeroplane? Because I could probably figure it out, but... Let's hope the contact we're meeting knows how. Okay, wir sind immer noch im Tutorial, allerdings schon in der zweiten Tutorial-Mission. Und jede Mission hat so einen Missionstyp. Das ist hier jetzt, wie hieß es nochmal? Also wir können jetzt einen weiteren Gefährten offenbar anheuern. Der kommt in unsere Gruppe, natürlich dann auch mit eigenen Fertigkeiten. Trifft dich mit Els Kontaktperson, das ist wahrscheinlich der oder diejenige, man sieht ihn da schon ein bisschen. So, was haben wir hier? Umgebung. Über dem schleimigen, salzigen Meertank zieht der leichte Duft frischer Orangen dahin. Okay, wir sind also am Meer jetzt. Und da sehen wir schon den ersten Gegner. Wir sind wieder in der Infiltrationsphase.
Das heißt, alles geht. The gas masks from Paris are here too? Impossible. Wieder los. There's no way they got here before we did. Okay, auch hier die Gasmaskentypen. Wait. Und ihr seht, die haben wieder ihre vollen Fähigkeiten. Allerdings haben wir hier einen besonderen Typen. Der schiebt nämlich Wachdienst. Das gelbe Augensymbol zeigt, dass dieser Gegner Wachdienst schiebt. Gegner im Wachdienst verlassen ihren Posten nicht, aber sie rufen möglicherweise ihre Kameraden herbei, damit diese sich umsehen. Sie sind außerdem wachsam und erwischen infiltrierende Agenten schneller, sogar Spione, die sie von hinten anschleichen. Wir können also jetzt nicht auf gewohnte Art und Weise den töten. Agenten können sich im hohen Gras verbergen, um nicht so leicht entdeckt zu werden. Das ist also eine Möglichkeit, jetzt diese Situation offensichtlich zu umgehen. Gut, wir können uns dann, glaube ich, hier gemeinsam ins Gras bewegen und gucken wir mal, wie wir aus der Nummer da rauskommen. Jetzt müssten wir erstmal unsichtbar sein. Gefahrenquellen. Die Sprengstoffkiste sieht gefährlich nah oder steht gefährlich nah an der brennbaren Öllache und die Patrouillenroute der Vollstrecker führt genau daran vorbei. Wenn die Agenten bereit sind, die Waffen sprechen zu lassen, begib dich in den rundenbasierten Modus. Wähle eine Fernkampffähigkeit und ziele mit Tab auf die Sprengstoffkiste feuerfrei. Und schau dich auf der Karte nach anderen Gefahrenquellen um, sowohl um sie zu vermeiden, als auch damit sie nicht deine Agenten erwischen. Guter Hinweis, das gucken wir uns direkt mal an, was hier Phase ist. Also, das sind offensichtlich die Dynamitkisten, sehen wir hier auch interagierbar. Vollgepackt mit volatilem Nitroglycerin. Zerstöre sie, um eine Explosion zu erzeugen, die allen Einheiten in Reichweite niedergeschlagen zufügt und jegliches Öl in der Nähe entzündet. Denn das Schöne ist, hier ist auch noch Öl. Das gleiche gilt da hinten. Hier steht aber immer noch der Typ, der ist natürlich nicht so einfach zu kriegen. Naja. Okay, wir gehen mal weiter vor. Wir können auch belauschen. Kalt heute Nacht. Nein, ist es nicht. So etwas passiert, wenn man durch die Kreuzung geht. Schneller kann man nicht reisen, aber danach ist dein Blut kälter als ein Geist. Oh, offenbar haben die hier irgendwie eine besondere Art, durch Raum und Zeit zu reisen oder durch den Raum zu reisen. Die Kreuzung, wie es aussieht, das erklärt, warum die schon vor uns hier sind. So, da stehen zwei. Bin mir nicht ganz sicher, wie wir uns jetzt positionieren. Aber der läuft da auf jeden Fall rum. Oh. Und stopp mal. Jetzt könnte ich ihn... Ja. Das könnten wir jetzt mal prüfen. Könnte ich ihn jetzt erwischen? Mit diesen Kisten? Ich möchte natürlich... Wenn ich jetzt hier hinschieße... Ist er mit drin? Bin ich mir nicht 100%... Ah, schaut mal, ich kann natürlich auch dahin schießen. Dann ist er definitiv mit drin. 100% Trefferchance. Ich würde sagen, wir leiten so diesen Kampf jetzt ein. Allerdings wissen wir, es sind noch 1, 2 Gegner hier, die nicht davon betroffen sind. Man könnte sich fragen, ob sie jetzt gut positioniert ist. Bin ich mir selbst nicht sicher. Das heißt, man könnte auch noch kurz mal das weiterlaufen lassen und darüber nachdenken, wo wir sie hinbringen. Also, wir wissen, der steht dort. Wenn das hier explodiert, wird er vermutlich in den Kampf mit reinkommen, in diese Richtung laufen. Das heißt, wir könnten sie vielleicht hierhin positionieren, wo sie den dann im Nahkampf angehen kann. Wäre eine Möglichkeit. Allerdings ist das schwierig, weil da hinten auch noch einer ist. Aber hier hat sie, glaube ich, hier ist sie nicht gut positioniert. Versuchen wir mal unser Glück. Ja, genau. Bringen wir sie mal hier hinten hin. So vielleicht. Vielleicht. Ah, nee. Ich würde sie, glaube ich, im hohen Gras lassen. Okay, wir wechseln mal auf den anderen und warten wieder ab, bis der Typ da kommt. Um die Aktion jetzt zu starten. So, da sind wir. Und dann feuern wir den Pistolenschuss auf diese Kiste. Okay, der läuft dorthin. Habe ich die tatsächlich alle erledigt damit? Ist ja hervorragend. Ja, ist ja super. Wir wissen jetzt allerdings nicht, wo der andere Typ ist. Ne? Ah doch, wir wissen es. Da steht er.
Ja, jetzt, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob der uns jetzt sieht, wenn er da jetzt vielleicht in die Richtung läuft. Ich werde mal es wagen, hier auf... Pass auf, wir gehen hier nochmal um die Ecke, das ist dann nochmal sicherer. Und gehen mal auf Ausweichen mit ihr. Und er? Er steht da eigentlich ganz gut in Deckung. Problem ist ein bisschen, dass der natürlich von der Seite flankieren könnte. Ich vermute mal, der wird hier ranlaufen. Er könnte sich jetzt... Ja, ich glaube, das Beste ist, wenn wir uns mit ihm hier ein bisschen zurückziehen. So dass er vielleicht von dort auch geschützt ist. Bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Oder wir bleiben dort stehen und machen... Na, der ist ein Dumbass noch relativ weit. Pass auf, wir machen mal Folgendes. Wir machen jetzt Feuerschutz. Dass wenn er da reinläuft... Ah, ich bin mir... Ich habe echt Angst, dass er uns von der Seite hier reinschießen kann. Schwierige Situation. Allerdings sind wir im Gras. Ich glaube, das ist auch noch ein Effekt. Pass auf, wir bleiben hier stehen. Ich versuche das mal mit dem Feuerschutz. So, mal sehen, was die machen. Er läuft jetzt dahin. Okay, kann nichts tun. Versucht uns zu treffen. Ja, das ist, finde ich, ganz in Ordnung gelaufen. Wobei wir immer noch nicht so gut stehen jetzt, ne? Allerdings können wir den gemeinsam jetzt vielleicht erledigen. Ja, sie kommt nicht ran mit dem Schlag. Das ist das Problem. Ich bin immer noch nicht sicher, ob... Also nehmen wir an, es ist tatsächlich ein Spielmechanikproblem. Ich weiß nicht. Wenn sie jetzt hier hinlaufen würde, ist sie dann immer noch unsichtbar? Ein Risiko, das ich jetzt ungern eingehen möchte. Sie ist ja schon angeschlagen. Obwohl, nee, sie hat wieder geheilt, ne? Schwer zu sagen. Ich gehe das Risiko mal nicht ein. Sie wird sich später noch daraus bewegen aus der Deckung. Ihn allerdings müssen wir jetzt mal in eine bessere Position bringen. Ich würde sagen, hierhin. Vielleicht sogar dorthin. Hier bin ich mir nicht sicher, ob das Deckung auch in seine Richtung ist. Ich gehe aber jetzt mal davon aus. So, können wir den vernünftig treffen? 65%. Ich würde sagen, bei 65% kann man das schon mal versuchen. 15% Reichweite. Ah, schade. Schade, schade, schade. Na gut, dann beende ich die Runde. Mal gucken, was der Gegner macht. Okay, komische Ansicht. Er läuft da durch. So. Ja, Ingrid kommt gerade so wieder nicht ran. Ach, wie ärgerlich ist das denn? Wie ärgerlich ist das denn? So, jetzt sind wir von beiden Seiten schon hier geschossen. Hier haben wir 60%, da haben wir 0%. Ach du Schreck. Wegen voller Deckung. Jetzt wird es ja echt problematisch. Okay, es hilft nichts. Wir müssen mit Ingrid ran. Es war ein Fehler, es vorhin nicht zu machen. Ich probiere es jetzt einfach mal spielmechanisch. Wenn sie da ist, im hohen Gras, ob der sie sieht oder nicht. Ich könnte natürlich jetzt auch ihre Tracht prügeln machen. Das ermöglicht es mir, da hinzugehen und den zu betäuben. Aber das will ich mir eigentlich noch ein bisschen aufbewahren. Halt, ich könnte doch auch... Ach mein Gott, der Schlag ist eine zweite Bewegung. Ah! It seems you live to die another day. Was? Oh, did I make a mistake? Okay, alles klar. Also, der Schlag ist doch nicht hundertprozentig ein Treffer. Offenbar in diesem Falle nicht. Ja, schlecht. Dann feuern wir lieber auf den. Okay, das war ein guter Treffer. Wir können nochmal feuern. Vielleicht haben wir Glück. Damit ist er tot. Okay, ein Gegner erledigt. Der andere allerdings gefährlich nah dran. Ich habe ein bisschen Angst um sie. Oh mein Gott. Okay. Gut, geht aber. Sie hat 4 Lebenspunkte. Das ist erfreulich. So, jetzt will ich mir das nochmal angucken. Vermutlich, weil der in Deckung stand. Warum konnten wir den nicht treffen? 85%. Ah, interessant. Wegen hohes Gras. Wir versuchen es nochmal. Ja, diesmal 35. Und das Ganze dann nochmal.
You break easily. Und der ist leider immer noch nicht tot. Das heißt, wir müssen in irgendeine Position laufen, wo wir so nah dran sind, dass wir ihn hoffentlich mit Sicherheit treffen können. Aber ich sehe gerade, wir haben keine Munition mehr. Oh nein. Deswegen können wir nicht angreifen. Er nochmal die Möglichkeit zu feuern. Bringt sich jetzt selbst in Deckung, weil er nachladen muss. Okay. Es lief nicht so gut, würde ich mal sagen. Nee, Spezialfähigkeit wollen wir nicht. Aber jetzt soll sie doch schon mal den letzten Kill machen hier. Den letzten Schlag. Who are these goons? Secret Police? Communists? Anarchists? None of those seem to fit. This is something else. Okay, irgendwas anderes ist hier los. Wir müssen weiter. So, das Feuer ist ausgegangen. Hier finden wir noch irgendwas. Wir können, glaube ich, jetzt hier durchlaufen. Missionsbericht. Die Seite ist mit kleinen roten Punkten übersät. Captain, wir haben einen passenden Kandidaten für die Auffindung aufgespürt. Und Lady Nicastro konnte das Ritual durchführen. Laut ihr deuten die Eingeweide darauf hin, dass Marseille das Ziel der Diebe ist. Wir bereiten im Moment das mobile Kreuzungszeichen vor. Anmerkung, bitte entschuldigen Sie die Flecken auf dem Brief. Nächstes Mal stelle ich mich bei einer Auffindung nicht mehr windabwärts. Ach Gott. Okay, das ist irgendein widerliches Opferritual, um damit irgendwas herauszubekommen. Nun gut, wir gehen weiter. Ziel ist da vorne und da ist wahrscheinlich hier unser... Mr. L sends his regards. Unsere Kontaktperson. Eddie! Y'all got the package? That depends. Are you the pilot? Me? No. I'm the guy who's gonna get you to him in one piece. Okay, wir haben einen neuen Mann in unserer Truppe. Eddie. Eddie ist ein Saboteur. Das ist die dritte Infiltrationsklasse. Der kann zum Beispiel Schlösser knacken und Schockminen einsetzen, um Gegner während der Infiltration zu erledigen. Die Tür ist versperrt, wechsle zu Eddie, um das Schloss zu knacken. Das mache ich. Eddie, du bist dran. Ist hier noch irgendwas Interessantes, was ich übersehen habe? Ich glaube nicht. Öffne mal. Ja. It's open. Get a move on. Okay, es dauert seine Zeit. So, halt in der Welt Ausschau nach nützlichen Gegenständen. Genau. Es gibt nämlich auch Inventarausrüstungsgegenstände. Oh, ist glaube ich hier gerade ein bisschen buggy. Warte mal, nicht, dass Eddie uns hier wegfliegt. die man einsammeln kann und nutzen kann. Zum Beispiel hier irgendwie so eine Medizintasche. Das machen wir mal. Und Ingrid braucht die, glaube ich, dringend. Bandagen. So, die haben wir jetzt aufgenommen. Die hat sie im Inventar. Man kann die auch fallen lassen. Und Bandagen verwenden. Heilfähigkeit, habt ihr eben gesehen. 40 Lebenspunkte. Das machen wir jetzt. I shouldn't have to do this for myself. Ja, das ist traurig. Es tut mir auch ein bisschen leid. Wir haben hier noch ein paar Informationen. Bericht über einen Vorfall aus dem Französischen übersetzt. Von Remy Allard, Hafenarbeiter. Ungefähr um 21 Uhr hat ein Trupp unbekannter Soldaten ohne Warnung oder Genehmigung Dock 94 des alten Hafens von Marseille betreten. Ich habe versucht, die Gendarmerie zu benachrichtigen, habe aber keine Antwort erhalten. Ihr Anführer ist... Der Bericht bricht hier mit einem Tintenklecks ab, als wäre der Verfasser mitten im Satz weggezerrt worden. Ah ja, okay. So, wir hören schon wieder irgendwelche Gegner, sehen sie aber nicht. Das heißt, wir müssen hier mal durchlaufen. Die Tür scheint normal offen zu sein. Didn't catch your name, cowboy. Eddie Sawyer. Pleased to meet you. They call me the Gentleman Jean. Sure thing. Your turn, sister. Just Ingrid will do. Let's keep moving. Okay, jetzt haben die sich bekannt gemacht. Aha, da sieht man übrigens schon den Piloten, den wir treffen müssen. So, und hier sind doch irgendwelche Gegner, ne? Das ist doch, merkt man doch schon irgendwie. Ja. Ich würde sagen, wir lassen mal unseren Spionen laufen. Schockminen. Bei einer Infiltration können Saboteure Schockminen werfen, um Gegner aus ihrer Stellung zu locken. Wer ihnen zu nahe kommt, erhält einen tödlichen Stromschlag. Wenn Schockminen detonieren, laden sie Wasser elektrisch auf und entzünden Öl. Ah, wie praktisch.
So, okay, hier haben wir einen Typen. Der läuft durch eine Pfütze. Das ist wahrscheinlich dann hier der Ort, wo wir das mal einsetzen. Halt, aber ich will noch gar nicht in den Rundenmodus gehen. Das beenden wir mal gleich wieder. Ich will eigentlich in den Aufklärungsmodus gehen, um mich mal hier umzuschauen. Okay, da geht's irgendwie auch noch weiter. Oh, das ist ja ein großes Terrain hier. Da vorne auch. Okay, das ist sehr unübersichtlich. Ich glaube, wir sind noch in der Phase, wo wir die Gegner einzeln ausschalten können. Wo ist eigentlich unser Ziel jetzt? Unser Ziel ist da. Okay. Wir scheinen hier durchs Tor zu müssen, würde ich sagen. Ach, hier, große Tür. Eventuell verschlossen, kann nicht geknackt, sondern nur mit dem Schlüssel geöffnet werden. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir darum und versuchen jetzt mal so eine Schockmine zum Einsatz zu bringen. Das heißt, Eddie, oh, du bleibst da bitte. Eddie kommt in den Einsatz. So. Ja. Bin mich ganz sicher, wirf ein Gerät, das Gegner in der Nähe anzieht und den ersten Gegner tötet. Was jetzt in der Nähe heißt. Ich glaube, das müsste hinhauen. Okay. Oh yeah. Okay, und jetzt steht die ganze Pfütze und der Strom. Sehr gut. Das gefällt mir. Wir können weiter. Ingrid, geh voran. Ist hier noch jemand? Ja, da hören wir jemand. Okay, alles klar. Der nächste Soldat, auch der geht durch eine Pfütze. You got any idea who these gas masks are, Sawyer? Seems like there's a new militia every week these days. A lot of Joes came back from the war unfit for anything but killing. Ja, die Frage ist, ob wir jetzt zum Beispiel das einsetzen müssen oder ob wir nicht hier mit unserem Spion alleine den ausnocken können. Ich bin mir nicht sicher, ob da irgendwie... Schaut mal, das müsste doch hier gehen, ne? Ich weiß natürlich nicht, ob da was ist in Sichtweite. Aber wir versuchen es einfach mal. Dann sparen wir uns vielleicht noch diese komische Sprengfalle. Für was anderes. Ja, komm ran hier. So scheint es zu gehen. Now you see the guard, and now you don't. Okay, hat geklappt. Gut. Let's get it done. Dann kommt mal weiter. Da ist... Oh, schaut mal, das ist so eine Maskentussi. Was ist hier? Eine Brandbombe. Aber ich glaube, das ist kein Öl. Wait here. Sondern Wasser, ne? Wir müssen jetzt mal gut überlegen, was wir machen. Wir gehen mal hier in den Aufklärungsmodus. So, wir sehen hier ein einfacher Akolyt. Fanatiker, die für den verbannten Hof, so heißt diese Organisation, gegen die wir arbeiten, das hat was mit der großen Geschichte zu tun, von der wir noch nicht viel wissen. Fanatiker, die für den verbannten Hof und seine Magister sterben würden, sind dem Hof vollkommen ergeben und ihre Opferdolche sind Rasiermesser scharf. Sie haben nur 60 Lebenspunkte, sind Nahkämpfer, das ist wichtig, drei davon. Das Coole allerdings hier ist, dass die alle drei in der Pfütze stehen. Und insofern wäre das eigentlich ein Job für Eddie, von hier aus das Ding da reinzuwerfen, wenn der da drin ist. Ja, das scheint mir der beste Weg zu sein, das Thema zu lösen. Oh, ja, Abby sollte in Deckung gehen. Eddie, ja, so. Okay, der Umkreis ist hier auch okay. Jetzt kannst du dich dahin bewegen. So. Und jetzt gucken wir mal. Ach, scheiße, er kann da irgendwie nicht rüberlaufen. Okay, das ist nicht gut. Versuchen wir es anders. Jetzt. Come on, go check it out. You know you wanna. There's something out there. Okay, die ist geschockt. Was passiert jetzt? Die sind völlig verwirrt. Auch geschockt, verlieren jetzt Leben. Schocken sich jetzt immer weiter. Okay, die sind ziemlich dumm. Irgendwann geht das vermutlich weg. Die sind jetzt verwirrt. Vielleicht suchen sie uns jetzt. Dann wird jetzt der Kampf getriggert. Wahrscheinlich ist es unvermeidbar, oder? Ich
würde dann aber noch irgendwie in bessere Position gerne gehen. Nee. Du gehst mal dahin, das ist gut. Ah, das wird gestoppt, merke ich gerade, die Bewegung. Dann müssen wir das leider erstmal ausführen lassen. So. Du gehst dahin. Okay, ich denke, jetzt können wir den Kampf eröffnen. Ah, hier ist noch eine Brandbombe, aber ich glaube, jetzt brauchen wir die nicht. Ja, ich würde mal sagen, dann feuerst du einfach. 100% Chance, das heißt... Sometimes I amaze even myself. Die ist definitiv tot. Brandbombe können wir jetzt dennoch aufnehmen. Oh, die findet jetzt die Leiche, die andere. Das ist gut. Ob sie jetzt hier weiter sucht? Wir gucken mal, wir öffnen nochmal den Kampf. 85%, egal, ich muss trotzdem... Am I making this look too easy? Ach, sehr schön. Okay, das lief jetzt sehr, 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 sehr gut. Soll er die Brandbombe nehmen? Er hat die jetzt im Inventar. Ich bin mir nicht ganz sicher, für wen die jetzt am besten geeignet ist. Aber wir gehen mal weiter. Manchmal lassen ausgeschaltete Gegner nützliche Gegenstände fallen. Das ist gut. Ach so, ja. Den Schlüssel, ne? Genau. Don't mind if I do. Ja. Okay. So, habe ich noch was übersehen? Hier kämen wir auch gar nicht durch, ne? Wenn wir da hinten durchgelaufen wären. Dann ist die Tür... Also vielleicht ist ja hier was Interessantes dahinter. Ah, ist von der anderen Seite verriegelt. Na gut. So, ich würde sagen, Ingrid ist der Boss. Ingrid hat auch den Schlüssel. Wir öffnen das Tor. It's open. So, jetzt wird es, glaube ich, interessant. Jetzt sind wir in dem Dock-Bereich. Wir gehen jetzt erstmal hier so ein bisschen in Deckung und... Need a second. Du auch. Und gucken jetzt erstmal an, wie was hier Phase ist. Wir sehen noch, glaube ich, keinen Gegner. Wir wissen nur, wo wir hin müssen. Gut, hier kommen wir nicht weiter. Aber irgendwas war da noch, ne? Interagierbarer Gegenstand. Aha. Was denn bitte? Ein Brett, das Seil... Ist mir nicht ganz klar, oder? Ist mir nicht ganz klar, was da interagierbar ist. Gut, so, das ist ja hier echt ein großer Bereich. Vermutlich ist hier so ein Wachposten auf dem Turm. Hier scheint eine Wache zu sein und da müssen wir rein. Möglicherweise wird hier der Pilot oder die Pilotin gefangen gehalten. Aber wo ist jetzt, fliegen wir jetzt mit dem Wasserflugzeug? Das wäre natürlich cool. Tatsächlich, wow, wie cool. Okay, da finden wir noch Informationen. Hier ist irgendjemand. Bin mir nicht ganz sicher, ob das so gewollt ist, dass man das so sieht. Ah, hier haben wir wieder Dynamitkiste. Wäre ganz schön, wenn die interaktiven Elemente vorgehoben werden. Sehe ich aber aktuell nicht. Kerosinfass. Okay, da kann man erstmal das Öl vergießen vielleicht. Da haben wir nochmal eine Dynamitkiste. Das scheint mir jetzt hier so ein bisschen wie der Endkampf zu sein. Hier liegt Öl schon rum. Na gut, okay. Dann bewegen wir uns mal vorwärts. There's the aeroplane. Now where'd that damn pilot get to? Ja, wo ist der Pilot? Vermutlich in der Hütte da. Right this way. Ich glaube, wir können erstmal hier hin, würde ich sagen. Ja. Und dann denke ich... Okay, waren zwei, das ist interessant. Ich denke mal, wir gehen mal mit ihm ein bisschen vor. Links und rechts sehe ich keine. Aufklärungsmodus. Schurken wissen, dass man erst das Ziel auskundschaftet, bevor man zuschlägt. Aktiviere den Aufklärungsmodus mit R und bewege den Mauszeiger über Objekte auf der Karte um ihre Bedeutung. Das haben wir gerade gemacht, alles klar. Aber gut, machen wir mal Tutorial-mäßig. Vielleicht sehen wir noch irgendwas anderes. Ja, okay, hier müssen wir hin. Da ist eine Wache, Dynamitkiste und so weiter und so fort. Still nothing, Lady Nicastro. Maybe you got the location wrong? They will be here, and the deck with them. Doubt me again, and the next entrails I read will be yours. Okay. Hier haben wir es also mit einer besonderen Gegnerin zu tun, Lady
Nicastro oder wie sie hieß? Lady Nicastro ist eine tödliche Widersacherin. Wenn sie oder ein anderer Nachfahre auf dem Feld auftauchen, ist Flucht keine Schande. Die Fluchtroute ist das Wasserflugzeug am Ende des Docks. Erreiche es, um Lady Nicastro zu entfliehen, und vergiss den Piloten nicht. Ah, ich verstehe. Wir sollen hier in diesem Falle sie gar nicht besiegen, sondern nur das Flugzeug erreichen. Oh, das ist spannend. Dazu müssen wir natürlich jetzt genau die Bewegungsrouten kennen. Ich werde mich mal hier hinschleichen. Ist das Lady... Okay, da haben wir einen Typen, der steht da. Das sind zwei von diesen... Kommen die jetzt hier runter? Jetzt bleiben die da irgendwie stehen. Aha, da ist die Pilotin. Ein Höhlenfutter verbessert deine Trefferchance, wenn du deinen Angriff planst. Achte auf erhöhte Position. Gut, wir könnten hier die Dynamitkiste anschießen. Das Problem ist, es ist echt schwer einzuschätzen, wo jetzt hier noch weitere Gegner sind. Da ist Lady Nicastro. Also sie hat ja, sie hat ja noch ihre beiden Ansturmgeschichten. Ne? Damit könnte sie die beiden jetzt komplett ausschalten. Das ist schon super stark. Genau, hier, diese beiden. Ja. Die bleiben so da stehen. Aber wie erwischt man die, dass man dann... Die sehen uns natürlich, ne? Da habe ich noch keinen richtig guten Plan. So, er hat seine beiden Dinger schon verwendet. Das heißt, wir können nur seine normalen Fähigkeiten einsetzen. Das ist irgendwie so ein Pistolenhagel. Er ist ein ganz guter Schütze. Also wir warten nochmal. Ich denke, das wäre ganz cool, wenn wir die irgendwie ausgeschaltet kriegen. Da müssten wir aber irgendwie hinter die kommen. Ungesehen hinter die. Ja, wie soll das funktionieren? Und dann läuft sie auch noch davor. Das funktioniert doch nicht. Und da ist jetzt auch noch jemand? Ach, Leute. Das ist nicht gut. Ich meine, was man machen könnte, sie könnte den Ansturm auf den machen. Das wäre okay. Halt. Ah, da sind... Ah, da läuft nochmal die andere rein. Das heißt, in einem richtigen Moment... Kann man hier vielleicht zwei erwischen. Oder natürlich das Dynamit anschießen, das wäre auch möglich. Ich würde sagen, wir sollten aber die Leute zusammenlassen. Beziehungsweise er kann hier so ein bisschen Deckung geben. Ich hoffe, er wird da nicht gesehen. Wobei, das könnte mit dem... Oh oh. Oh oh, das könnte jetzt schon alles verdorben haben. Gibt es eigentlich sowas wie Quicksave? Sehe ich gerade nicht. Ja. Hast du denn hier Schusslinie? Nehmen wir an, wenn du da stehst, kannst du da das Dynamit von da treffen? Ah, warte mal, wir haben auch noch das Ding hier, ne? Dieses Entflammbare. Kann ich jetzt irgendwie nicht einsetzen? Ich gehe mal kurz in den Feuermodus. So, tatsächlich, ich kann das treffen. Und beide sind jetzt im Ziel. Ich habe jetzt keinen richtig guten Plan für diese Situation, ehrlich gesagt. Schwer jetzt hier irgendwie näher ranzukommen. Ich würde sagen, wir machen so einfach den Kampfauftakt. Und dann ist gut. Hand over the deck. Make me an offer. We're not for sale. At the moment. Hey, lady with swords! Want to see me disappear? Okay, warte mal. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie zu dem Piloten hin. Und, oder ist der schon bei uns? Nee, wir sind erstmal zu dritt. Und dann müssen wir hier irgendwie fliehen. Und sind sieben Gegner?
Oh Gott. So, er steht ja jetzt richtig dämlich. Allerdings hat er so eine super krasse Spezialfähigkeit. Ich bin mir nicht sicher, wie viel Schaden wir da machen. Ikonische Fähigkeit löst ein Feuerhagel aus und verursacht Schaden bei allen Gegnern in einem kegelförmigen Wirkungsbereich. 45 bis 58, das reicht natürlich nicht, um beide zu töten. Die Lady ist hier. Das ist auch noch so ein Problem. Ja, okay. Und die ist auch nicht richtig tot. Also ich hätte auf jeden Fall näher rangemusst, merke ich gerade. Na, ich würde sagen, wir schießen erstmal auf den einen. Ach, der kann nicht mehr. Der hat schon geschossen. Er ist noch mit seinem Doppelschuss dran. Da könnte er den erledigen. Aber dann kommen die anderen natürlich in den Nahkampf. Aber ich glaube, wir müssen den erledigen, bevor er aufsteht. So, genau. Eddie hat einen Doppelschuss. Kann sogar zwei unterschiedliche Gegner treffen. Aber wir haben nur einen in Sichtlinie. I'm just getting warmed up. Gut, der ist zumindest schon mal erledigt. So, jetzt ist sie dran. Blöderweise, wie gesagt, ist die jetzt nicht in Reichweite. Aber wir werden uns mal hierhin bewegen. Dann stehen wir schon mal bei der Pilotin. Problem sind jetzt natürlich diese Nahkämpfer da. So, da kommt diese Lady. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott! My sword's thirst. Was kann die denn? Okay, ich merke gerade, das war vielleicht ein Fehler, das Ganze so anzugehen. Ich sehe mich hier gerade in einer sehr unterlegenen Position. Wir werden von allen Seiten umkreist. Wir müssen natürlich unsere ikonischen Fähigkeiten jetzt nutzen. Und wie haben wir jetzt den Piloten? Ne, haben wir noch nicht. Sie ist... Boah. Kann sie jetzt erstmal diese Pilotengeschichte? Ja, wir müssen erstmal den Kontakt hier hinbekommen. Hätte man das lautlos machen müssen? Wäre das möglich gewesen? Aber der hat ja Wache geschoben. Gut, kommen wir aus der Nummer wieder raus? Das ist die große Frage. Ich werde erstmal den Kontakt hier herstellen. Mal gucken, was sich daraus ergibt. We're with L. You must be the pilot. Sure am. Get me to my bird and we'll scram. Okay, also. Captain Nicky ist am Start. Den müssen wir jetzt irgendwie heil rausbringen. Und uns auch. Gibt es irgendwie einen Trick? Nee, wir müssen da rein. Okay. Was haben wir denn hier noch? Ja. Captain Nicky kann sich auch bewegen. Was hat der? Rauchbombenwurf. Das ist natürlich cool. Und tatsächlich Präzisionsschuss. Ja, okay, sehr gut. Ausweichen, Verbrauchsbuff-Fähigkeit. Er schafft gefährlichen Rauch am Zielort. Gefährlichen Rauch? Radius 5. Ja, das ist gar nicht so schlecht. So, was vielleicht ganz cool wäre, wenn er auch seine Attrappengeschichte startet. Das ist, glaube ich, jetzt alles sehr, sehr hilfreich. Ist die Frage, ob hier die Lady auch auf die Attrappe hereinfällt. Ich glaube, das ist das Erste, was wir machen. Wir werden uns hierhin bewegen. Da sind vier im Sichtbereich. Ja, oder drei, das wird sich dann zeigen. Dann starten wir die Attrappe und hauen ab. Keine Ahnung, ob das funktioniert, Leute. Aber das ist jetzt erstmal ein Plan. Ja, die gerade so, ich weiß nicht genau. So, und dann wäre zum Beispiel er schon mal in der richtigen Richtung unterwegs. 350 Leben, die kann man gar nicht töten. Wir müssen wirklich weg hier. Mal, wir machen das. Let's mix things up a little, shall we? Okay, also er ist schon mal unsichtbar, das ist doch gut. So, Captain Nicky. Was machen wir mit Captain Nicky? Diese Rauchbomben finde ich schon geil, aber die müssten jetzt eigentlich sowieso alle darauf schießen. Also wäre es doch das Sinnvollste jetzt so... Achso, das Problem ist er da hinten. Er ist natürlich jetzt ein Problem. Sehe ich ja jetzt erst. Wie weit kann er dann seine Rauchbombe werfen? Wir laufen mal hier hin und gucken uns das mal an.
Okay, das ist gar nicht so übel. Das heißt, dass er nicht... Obwohl, er ist eh unsichtbar, ist sowieso egal. Aber das heißt, wir können unseren Rückzug mit Rauchbomben irgendwie absichern. Vielleicht. Ich werfe mal eine. Keine Ahnung, wie lange die da auf dem Spielfeld bleiben. Ich mach das mal. Schaden kann es, glaube ich, nicht. Okay, cool. So. kannst du dich auch noch bewegen? Ja. Dann gehen wir auf jeden Fall in Deckung, bevor da noch irgendwas passiert. Nee, das bist du. Okay. Ist egal, ist trotzdem eine gute Sache. Sie ist vergiftet. Da habe ich die größte Angst. You will never reach that aeroplane. Ach, schon. Was ist das denn bitte? A gas, maybe? Qual. Ach du Scheiße. Okay, die greifen die Attrappe an, aber sie nicht, ne? Was passiert denn jetzt hier? Alles gegen die Attrappe. Das Problem ist, die Attrappe hat natürlich auch eine gewisse Lebensenergie nur. Ja, was bedeutet das denn jetzt? Haben wir jetzt nur eine begrenzte Zeit? Nein! Nein! Verklickt! Scheiße, ich wollte die andere Figur nehmen. Nein! Jetzt habe ich seine Bewegung schon aufgebraucht. Ich Depp. Ja, ich würde sagen, das Beste ist jetzt einfach wirklich abzuhauen, ne? Wobei Latef ja derjenige ist, der hier noch am meisten was erreichen kann. Weil er noch unsichtbar ist. Zum Beispiel könnte er mit einem Schuss... Ja, durch den Qualm sehen wir natürlich gar nichts mehr. Na, mit dem machen wir mal am spätestens was. Ich würde sagen, wir laufen einfach wie blöde jetzt weg. Das ist das Beste, was man jetzt machen kann. Er könnte ansonsten hier laufen noch... Ah nee, komm, wir laufen. Bis hier. Der Pilot muss natürlich überleben. Idiotisch, dass ich jetzt hier ihn schon bewegt habe. Wie weit kommst du noch? Nur noch bis da. Die gehen hoffentlich nochmal dahin, wobei sie was auch immer macht. Ja, blöd gelaufen, ne? Okay, pass auf, wir bewegen ihn dann mal weg. Er kann vielleicht in der nächsten Runde von hier aus irgendwas sichern oder so. Werden wir sehen. Vielleicht sogar von hier aus. Okay. So, Ingrid hat das größte Problem. Weil sie am weitesten laufen muss. Die anderen sind Gott sei Dank, glaube ich, noch durch die Attrappe abgelenkt. Deswegen bringen wir Ingrid jetzt hier hin. Und jetzt haben wir Eddie, den ich blöderweise schon bewegt hatte. Der sich jetzt einfach mitten in diesen Rauch nochmal bewegt. Wo er einigermaßen sicher erscheint. So. Don't know if I can hold this lady off much longer. I must have those cards. Okay, sie ist auch gegen die Attrappe gegangen. Die Attrappe ist jetzt tot. Deswegen... Hey, hey, Grenade! Ach du Scheiße. Auch das noch. Jetzt kommt ihr alle in Nahkampfreichweite. Oh, oh. Keine Ahnung, wann die Granate jetzt explodiert. Aber wir müssen weg. Ja, jetzt bloß nicht wieder Verklicker machen. Ingrid, wie weit kannst du jetzt laufen? Ziemlich weit. Ich würde sagen, wir gehen dann erstmal in Deckung. Kann sein, dass die Granate wirklich die eine Runde da liegen bleibt. Das wird uns sehr helfen. Auch Eddie kann sehr weit laufen.
Wir können hinter uns auch nochmal Feuer machen. Das ist auch noch geil. Wir können das hier komplett in Brand setzen. Oh ja, das ist eine gute Idee. Pass auf. Ich habe eine Idee. Ich habe einen Plan. Wir laufen hier hin. So. Dann bringen wir Eddie noch in Sicherheit. Eddie hat jetzt hier allerdings nicht mehr so richtig Deckung. Halt, nee, wir können die Deckung schaffen. Latef macht nämlich Folgendes. Latef läuft hier hin. Und wird jetzt die Brandbombe werfen. So, jetzt brennt das Ganze. Von der Seite können die also nicht mehr ran. Jetzt kommt Eddie. Der hat jetzt hier auch nochmal anständige Deckung. Und Captain Nicky macht jetzt Folgendes. Der wirft jetzt hier einfach nochmal eine Rauchbombe, um uns von der Seite auch nochmal... Oh, hat die sogar einen Effekt gehabt, die Rauchbombe? Irgendwie einen Explosionseffekt? Ach nee, das war die Granate, die gerade hochgegangen ist. Ja, und ich glaube, sie hat jetzt... You should not try to fight me. Okay. I prefer that you do. Nochmal getroffen. Ausweichen hat da geklappt. Der kann jetzt eigentlich nicht durchlaufen. Au, 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 au. So, der kriegt Schaden durch Feuer. Und ja, wir sind nah bei, ne? Wir müssen nur jetzt das sichere Ufer erreichen. Warte mal. Okay, Captain Nicky. Captain Nicky kann auch wieder Rauch werfen. Ich würde sagen, das sollten wir auch tun. Wenn wir nicht alle schon reinkommen. Wo ist die Exit zu suchen? Ach, hier ist sie schon. Ja, wartet mal. Also, er kommt rein. Er kommt rein. Er kommt rein. Und sie kommt rein. Es geht, Leute. Lauft! So, jetzt noch der letzte. Everyone on board, or I'm leaving without you. We just saved you. Go, go, go. Run all you like. No matter what you do, the tower will be mine. Wow. Zwischenzeitlich hätte ich nicht gedacht, dass wir schaffen. Now we find out what kind of man pays this well for a blank deck of playing cards. Wouldn't mind knowing who the hell we were fighting back in Marseille. Never seen troops like that before. Let's see what this Mr. L has to say for himself. Okay, ihr Lieben. Ich kannte den Abschluss dieser Tutorial-Mission auch noch nicht. Das war die Tutorial-Mission. Wie es jetzt weitergeht, erfahren wir noch nicht, sondern erst dann in der Vollversion, die, wie gesagt, irgendwann vermutlich im Sommer erscheinen wird. Wenn ihr euch informieren wollt über das Spiel, schaut auch nochmal in den Link hier in den Kommentaren oder in der Videobeschreibung. Ansonsten nochmal allgemein der Hinweis, das waren jetzt Missionen. Es gibt aber dann noch, ja, wie soll ich sagen, so ein Spielelement, das wir nicht gesehen haben noch nicht, aber das mit Sicherheit kommen wird, das so funktionieren wird wie, ja, wie bei XCOM zwischen den Missionen. Das heißt, ihr habt irgendwie ein Hauptquartier, wo dann sich langsam eure Leute sammeln. Ihr könnt immer nur 3 pro Mission mitnehmen. Die haben alle ihre Vor- und Nachteile. Und vor allem wichtig ist da so an Kombos zu denken, an, ja, an Fähigkeiten, die gut zusammenpassen, dass man die besonders gut einsetzen kann. Dann wird es viel Loot geben, viel Ausrüstung auch noch geben zusätzlich. Also sowas wie jetzt Bandagen oder so. Da gibt es dutzende Geschichten, die im Spiel sind, habe ich schon gesehen. Dann spielen die Spielekarten irgendwie noch eine Rolle. Storytechnisch, aber vielleicht auch spielmechanisch, bin mir nicht ganz sicher. Und dann, das Wichtige ist aber, dann entscheidet man ja in so einem Kampagnenmodus selbst, so wie bei XCOM, was macht man als nächstes? Also es gibt halt diese Gegenspielerorganisation und da muss man gucken, was machen die gerade, und da gibt es verschiedene Missionstypen. Da
schickt man erstmal die Agenten hin, um zu untersuchen, was ist da los. Und dann entscheidet man, wer da hingeht und was man zuerst macht. Ob man irgendwie vielleicht neue Leute in die eigene Truppe holt oder irgendwie Ausrüstung bringt oder die Story voranbringt oder was auch immer. Irgendwelche Vorteile sich erspielt dadurch. Also das sind so die Elemente. Und jetzt komme ich nochmal auf das zurück, auf die drei, ja, die drei Spiele, die ich genannt habe. Also das ist sehr stark natürlich durch XCOM inspiriert, haben wir gesehen. Was aber besonders ist, ist dieser Echtzeitmodus, der deutlich weiter ausgefeilt ist, dass man in der Vorphase des Rundenkampfes wirklich viel machen kann, viel Unterschiedliches machen kann und die Missionen werden mit Sicherheit größer und komplexer und man wird die auf unterschiedliche Art und Weise einleiten können und vorbereiten können. Das erinnert tatsächlich so an Shadow Tactics oder, naja, die alten Commandos-Klassiker, ähnliches. Und dann, anders als zum Beispiel bei XCOM, sind es hier halt richtig ausgearbeitete Charaktere mit Backstories, die ich noch gar nicht vorgelesen habe. Jeder Charakter hat ein eigenes Set an Fähigkeiten, eigene Eigenschaften und Kommentare, die sie abgeben dann in den Missionen. Und genau das erinnert dann ein bisschen an Jagged Alliance, wie ich finde, die Söldner dort. Wobei es nicht so viele sein werden. Ich weiß nicht die genaue Zahl, aber ich glaube, so ungefähr 12, schätze ich, werden es dann sein, die alle ein bisschen unterschiedlich sind. Und das macht dann das Sandbox-artige aus. Also die sind nicht nur ein bisschen unterschiedlich, die ermöglichen sehr unterschiedliche Vorgehensweisen in den Missionen. Das heißt, je nachdem, welchen Charakter man mitnimmt, umso unterschiedlicher wird es dann. Oder dann daran unterscheidet sich dann die Strategie sehr stark, um die Missionen dann zu bewältigen. Das ist ein ganz cooles Konzept. Und außerdem hat jeder Charakter noch einen Fähigkeitsbaum, den man dann noch weiterentwickeln kann, um sie zu verbessern. Das kommt auch noch hinzu. Also, ein super spannendes Projekt und man muss allgemein sagen, dass Strategiespiele in diesem Jahr überflutet werden von großartigen Spielen, vor allem Rundenspiele. Wir hatten Age of Honors 4, wir werden Jagged Alliance 3 bekommen und jetzt auch noch The Lamplighters League. Wahnsinn. Also, ich hoffe, ihr hattet eure Freude dran. Ihr konntet euch den ersten Eindruck machen. Wenn das Spiel dann rauskommt, beziehungsweise bevor es rauskommt, werde ich auf jeden Fall nochmal einen Blick reinwerfen, wie dann dieser Kampagnenmodus funktioniert. Das werde ich euch gerne dann auch nochmal zeigen. Bis dahin sage ich erstmal Tschüss, macht's gut, euer Steinwallen.